Ah, doch, natürlich. Tja, dann träumt schön weiter. Ich träume nicht, ich habe einen traumhaften Plan. Von diesem Ort stammen die Träume für alle. Tut mir leid, aber diesen Unfug glaube ich dir nicht. Glaub doch von mir aus, was du willst. Aber ich weiß, dass das alles hier schon sehr bald mir gehört. Stell dir doch nur mal vor, wozu ich imstande sein werde, wenn mir sämtliche Träume gehören. Dann werde ich bestimmt reicher sein, als ich es je erträumt habe. Ist das dein Ernst? Wie soll das gehen? Wie willst du denn an sämtliche Träume herankommen? Na, die schnappe ich mir aus der Traumfabrik. Da werden sie nämlich hergestellt. Und da willst du so einfach reinspazieren und sie dir nehmen. So, als ob dir der ganze Laden gehören würde, ja? Ganz genau, weil ich den Laden tatsächlich besitze. Das steht hier in der Urkunde. Ach ja? Dein alter Trick mit der gefälschten Besitzurkunde. Ja, hat immer prima funktioniert. An die Arbeit, wir haben noch viel zu erledigen. Ein richtiger Traum sein. Kein Traum, glaub es! Wer bist du und was bist du eigentlich? Schlafkäferchen. Ein Schlafkäferchen? Ja, natürlich. Ich bin vom traumhaften Land der Träume. Oh ja, ich träume wirklich. Jemand Böses ist jetzt im Land der Träume. Du meinst Pasteten-Ede? Er ist bei euch? Was ist denn das Land der Träume? Es gibt Probleme, wichtige Probleme. Was denn für Probleme? Hilfe! Hilf uns! Warte, wieso ich? Hey, komm zurück! Was kann ich denn schon tun? Ich bin doch nur ein Kind. Das muss ein Traum sein. Ja, ich träume und bestimmt wache ich gleich auf. Nein, da ist er. Und er ist echt, das heißt, ich träume wohl doch nicht. Beeilung! Und wie komme ich in euer Land? Ich weiß doch gar nicht, wo das Land der Träume liegt. Du kannst singen! Larissa Lebkuchen, wach auf! Chiara Kuchen, Orangella Obstblüte, Zitronella, Himbeertörtchen, wacht auf! Kommt her, beeilt euch! Und dann ist er weggeflogen. Wusch! Direkt auf diesen Stern zu. Er war hier und dann, zack, war er da ganz bärig weit oben. Wirklich? Willst du uns auf den Arm nehmen? Ein Schlafkäferchen? Das reden kann? Seit wann können Käfer sprechen? Und du sollst ihm einfach ins Land der Träume folgen? Bestimmt hast du das nur geträumt, Emily. Nein, das war alles richtig echt. Seht mal da oben. Das ist es! Das ist das Schlafkäferchen! Ja, ja, irre! Das geht doch gar nicht! Oh, niedlich! Seht euch das an! Den Weg. Ich hab gehört, das Land der Träume ist auf der anderen Seite des Sternenmeeres! Dann müssen wir genau dorthin! Könnte mir jemand verraten, wie wir da hinkommen sollen? Das scheint ein ziemlich weiter Weg zu sein, Emily! Bleib mal still, ich muss nachdenken. Sternenmeer, Land der Träume... das Land liegt jenseits des Sternenmeeres. Da müssen wir hin. Ich habe es. Wir brauchen ein Traumboot und das baue ich uns. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Aber das ist schnell. Ich habe es fast geschafft. Noch ein Ding von hier und ein Ding von dort. Brauchst du Hilfe? So, fertig. Wie gefällt's euch? Toll. Sehr schön. Oh, es ist hübsch geworden. Aber ich denke, da fehlt noch eine Winzigkeit. Was hat Chiara Kuchen vor? Was soll denn da noch fehlen? Jetzt haben wir das bärig beste Traumboot der Welt. Das kannst du laut sagen. Lichte den Anker, Klüver runter, stellt das Großsegel richtig. Alles klar zum Ablegen.
legen. Und hier kommt noch ein Kissen. Nur so für alle Fälle. Ich habe das Gefühl, du brauchst Hilfe. Ja, alleine bekomme ich das schwere Ding nicht rauf. Anker hoch! Gute Arbeit, Matrose. Jetzt kann unsere Reise beginnen. Um mehr Schwung zu kriegen, müssen wir auch noch in die Pedale treten. Ja, damit kämen wir richtig in Fahrt. Das übernehmen wir, Larissa. Immer feste treten. Geht das nicht schneller? Wir versuchen es ja. Das ist noch nicht schnell genug. Entschuldige, aber schneller treten können wir nicht. Ja. Wir könnten jetzt wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich bin ja schon dabei, mir was zu überlegen. Ins Land der Träume. Wer? Was? Volle Fahrt? Wir sind doch in einem Boot. Aber wo ist das Wasser? Hey, worauf wartet ihr denn noch? Schnell, kommt mit an Bord. Wollt ihr etwa nicht mit ins Land der Träume? Nein, wir werden nicht mitkommen. Was ist denn los mit euch? Ihr seid doch nicht immer noch sauer, oder doch? Entschuldigt, ich weiß, dass ihr zu uns gehört. Keine Sorge, wir sind nicht mehr sauer. Wir wollen einfach nur hier bleiben, richtig? Ja, wenn du das sagst. Aber wieso wollt ihr nicht mitkommen? Weil wir beide nun mal nicht an Träume glauben. Ach ja? Wer sagt denn sowas? Na, ich sag sowas. Und das stimmt doch auch, oder? Also, ich glaube jedenfalls nicht an Träume. Himbeertörtchen, Zitronella, wir brauchen euch doch auf dieser Reise. Kommt schon, gebt euch einen Ruck, beeilt euch. Noch ist das nicht zu spät. Aber gleich sind wir weg. Sie brauchen uns, Himbeertörtchen. Du kannst machen, was du willst. Aber ich werde mitfahren. Lauf so schnell du kannst und schnapp dir das Seil. Na schön, auch wenn ich es total albern finde. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Stattdessen sollten wir lieber an Höhe gewinnen. Lauf so schnell, wie ihr könnt. Oh, Zitronella, ich helfe dir. Du zuerst. Hände nach oben. Haben wir es geschafft? Wir sind bestimmt schon einen Kilometer hoch. Hey, das da unten. Das ist doch mein Haus, habe ich recht? Ja, aber es ist ganz winzig. Und welchen Kurs muss ich von jetzt an halten, Emily Erdbeer? Folge dem Schlafkäferchen. Dann kommen wir ganz automatisch ins Land der Träume. Ei, ei, Captain. Was für eine hübsche Sternschnuppe. Ich finde, das klingt irgendwie gar nicht gut. Larissa Lebkuchen, was ist denn passiert? Nichts, was ich nicht mit etwas Liebe wieder in den Griff bekommen würde. Liebe? Bei einer Maschine? Das soll wohl ein Witz sein, oder? Und der Wind ganz leise säuselt, wenn Alarmglocken ertönen und die Kolben mäßig dröhnen, lässt du laut den Hammer klingen und den Schraubenzieher singen, siehst die Muttern richtig fest, so ist es recht. Hin und her und her und hin, hey, aber fall dabei nicht hin, denn das geht schneller, als man manchmal denkt. Hat der Motor am Getriebe, braucht denn nur ein bisschen Liebe, denn die Liebe ist, die alles lenkt. Will man Träume gern mal wiedersehen, dann klappt das nie, weil sie so schnell vergehen, da hilft nichts da. Das glaub ich fest. Seh ich einen Stern und wünsch mir was, lieg ich oft wach, denn ich weiß nicht was, dann denk ich nach und schon träum ich was, das glaub ich fest. So ein Motor ist ein Freund, wenn du ihn pflegst, dann funktioniert er. Bist du lieb, nur er verträumt, bist du böse, dann rebelliert er. Wie so schnell vergehen, du lachst, aber klingen, dann den Schrauben sehen, 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 d
endlich. Das ist ja ein wunderhübsches Örtchen. Oh nein, seht euch das an. Kannst du das reparieren, Larissa? Naja, mal überlegen. So wie ich das sehe, vielleicht ja, vielleicht nein, schwer zu sagen. Denk noch mal nach. Wenn du es nicht reparieren kannst, werden wir nie mehr nach Hause kommen. Bitte, später. Reparieren. Vielleicht wäre es besser, hier erstmal zu helfen. Der Rest wird sich schon ergeben. Folgen wir dem Schlafkäferchen. Das Land der Träume ist ja bärig verträumt. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Und ich hätte mir niemals träumen lassen, dass es so etwas gibt. Das ist ja wirklich total wunderhübsch hier. Von mir aus können wir ruhig eine Weile hier bleiben. So hübsch wie es hier ist, hätte ich nichts dagegen. Hey, Emily, was denkst du, wie lange das hier dauert? Wir möchten so schnell wie möglich nach Hause. Ach, wirklich? Habt ihr irgendeine Idee, was der Kleine uns damit sagen wollte? Schnell, Kinder, hier rein! Hä? Los, kommt mit, Freunde! Willkommen, fühlt euch bei uns wieder heim! Was soll denn diese Hektik? Was ist hier los?